Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von Ultimate General Civil War. Schlacht von Richmond. Und das sieht nach einer richtig großen Schlacht aus. Ich überlege gerade, wo wir denn Heinrich postieren. Also das ist diese Verteidigungslinie. Der Hauptangriff scheint wohl aus der Mitte zu erfolgen. So. Das Problem ist, wir haben... Der ist jetzt der Schwächste, sage ich mal. Die sind ja auch okay quasi. Die haben... Sieht man auch die Anzahl der Leute, wie viel die haben. 46.000, 40.000, 28.000. Weil hier auch die... Offiziere nicht so weit gebildet oder hochgelevelt worden. Ob ich den irgendwie trotzdem flankieren lasse? Ich lese mal kurz den Text vor, vielleicht geht es da noch ein bisschen weiter. Warte mal. Schlacht von Richmond, 15. März 1865. Ich glaube, es ist auch die letzte große Schlacht. Wir haben 4 Jahre pausenloser Kämpfe gegen die Rebellen durchgemacht, doch nun können wir den Krieg durch die Einnahme der Hauptstadt der Konföderierten ein schnelles Ende bereiten. Leider wurde der Versuch einer Belagerung dem Krieg nur ein weiteres Jahr hinzuzufügen und dieses Jahr haben wir nicht. Die Konföderierten werden bald Hilfe aus Europa erhalten, die den Krieg mit Sicherheit verlängern würde. Die Stimmung in der Bevölkerung wird kippen. Wenn... Söhne weiterhin auf dem Schlachtfeld sterben, was unsere Fähigkeit, diesen Krieg zu gewinnen, beeinträchtigen dürfte. Ein sofortiger Sturm auf Richmond würde den Krieg jedoch schon in Tagen beenden, nicht erst in Monaten. Der Plan ist einfach. Während der Hauptteil unserer Armee die Rebellen nördlich von Richmond festhält, werden sie in aller Eile 2 Korps in Osten Richmonds verlegen und die dortigen, nur schwach verteilten Gräben stürmen. Seien Sie schnell. Wenn Sie Konföderierten Ihre Absichten durchschauen, werden Sie Ihre eigenen Armee verlegen. Das tun Sie dann ja auch wahrscheinlich. Ach Mann, Heinrich, ey. Tja. Tja, ich packe Heinrich hinten. Pack ihn auf die linke Flanke. Ich habe ihn jetzt den Schwächeren in die Mitte getan, zum Hauptangriff, sage ich mal, weil er noch Verstärkung kriegt. Und ja, wie soll er eh flankieren? Ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Sir, unser erstes Korps wird bald auf dem Schlachtfeld eintreffen, das sich östlich von Richmond befindet. Um unseren Angriff vor feindlichen Aufklärung zu verbergen, haben wir unsere Korps einzeln in Position gebracht. Unser vorrangiges Ziel ist die Einnahme der ersten Linie. Aus Verteidigungsgräben östlich der Stadt. Die Aufklärung hat nur einen schwachen Verteidigungsabschnitt ausgemacht. Er beginnt hier. Das ist wahrscheinlich schon gelogen. Gucken wir mal weiter. Er streckt sich in südlicher Richtung. Hier geht es also weiter und endet. Oh, geht doch richtig weit. Oh, hoho. Ja, die waren fleißig. Und endet hier südlich am York River. Ja gut, das werden wir wahrscheinlich am Anfang nicht machen, die kommen später. Unsere nächsten Schritte werden die Einnahme der Festungen aus der Ostseite Richmonds sein und schließlich die Eroberung der Stadt selbst. Das ist, ja, da sind noch was. Uiuiuiui. Ich wette mal darauf, wir werden 5 Folgen machen. Unsere Aufgabe wird es, er wird nicht einfach sein. Sobald die Konföderierten bemerken, dass der Hauptangriff von Osten kommt, werden sie ihre Verteidigung über die Road und die Eisenbahnlinie kontinuierlich verstärken. Uns allen viel Glück, ja.
Ja, unsere Vorhut, wir greifen da an und sollen zuerst die Befehlsstände einnehmen, hier und dort. Und das mit 15 Brigaden. Und das noch offenes Feld. Offenes Feld mag ich nicht. Nennt mich verrückt. Denn ich bin es. Wir werden was Verrücktes übernehmen und daneben meine ich. Also erstmal zweifle ich, dass das so wenig Einheiten sind. Das glaube ich niemals. Zweitens, glaube ich nicht, dass so viele Einheiten sind. Das ist, die haben bestimmt mehr Brigaden als wir und sind auch nicht so schwach. Hier mag ich nicht angreifen, nicht frontal, da habe ich zu wenig Leute. Werden wir nicht kriegen. Hier vielleicht, hier habe ich aber Angst, ins Kreuzfeuer zu geraten. Von hier, von hier. Wir machen hier einen weiten Schlenker, machen diese Gräben platt, positionieren die Kanonen hier vorne und greifen diese Position an und hoffen, dass wir das dann halt einmal hier so rumfegen. So die Idee. Umsetzung gucken wir mal gleich an. Und ha, das wird von der Zeit, glaube ich, generell nicht funktionieren. Niemals. Die Kanonen positionieren wir erstmal im Wald. Munitionswagen hinterher. Heinrich. Nee, gar nicht. Ist er gar nicht. Doch. Hä? Ach, wir sind auf der Flanke. Ich dachte, wir wären jetzt der Hauptangriff. Linke Flanke sind wir also. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Kavallerie soll nur gucken. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also, ihr vier bleibt mal hier in dem Wald. Anderen nehmen wir mal mit. Und marschieren hier geradewegs. Attacke! Genau mit sowas habe ich gerechnet. Nahkämpfer. Läuft die Kavallerie weg? Ich sollte da die Leute töten. Die ziehe ich zur Not hier runter. Barge. Warum können die so schnell laufen, wenn die eigentlich kämpfen sollen? Ja, weil meine Pferde reiten, ja. Weil die quasi zurückgedrängt werden. Ist ja hart, ey. Locker Überzahl. Na gut, Pferde im Wald ist scheiße, ne? Aber scheint doch nur die einzige Einheit gewesen zu sein. Vorne rücken. Rückst mal dahin. So. Feind ist in Sicht. Feuer. Zumindest in den ersten zwei Kanonen. Maranda. Ran an den Speck.
haben wir nicht so viel Zeit. Ich glaube nicht, dass wir 2 Punkte kriegen, aber vielleicht kriegen wir wenigstens einen. Gerade die Ecke wird fies sein, aber... Halt! Halt! Das ist mal geschnitzelt hier. Skirmisher haben aufgegeben, fantastisch. Kavallerie und Force kommen hierher. Skirmisher dahin. Da ist der Schwachpunkt, da hauen wir die anderen Kanonen drauf. Und du kommst gleich mal hier hin, weil wir brauchen Nahkampfeinheiten. So, wir haben noch nichts gesichtet. Vielleicht ist der Graben hier frei. Haben wir Nahkampfeinheiten? Nee, haben wir nicht. Was? Konföderierte Kavalleristen befinden sich in den Wäldern. Ja. Da haben wir was, aber das ist eine Falle. Oh, da sind die Nächsten. Oh, da sind die im Wald. Rückzug. Die flankieren uns auch noch. Zurück. Scheiße. Gut, ich brauche hier mal Verstärkung. Oh, hierhin, ey. Wallace. Alter, Scheiß im Kopf oder was? Ich glaube, ich kriege gerade nicht mal einen Punkt hier. Weil ich hier keinen Nahkämpfer habe. Kommen wir mit die Position, dann versuchen wir da durchzubrechen. Hey, kommst du mal dahin? So, ich versuche es jetzt da aufzusprengen. Die gehen jetzt in den Nahkampf, wenn die nicht nach Hause rennen. Aber die Leute flüchten, schade. Das wird eher gerade zum Desaster. Die nächsten Einheiten. Kavallerie, Attacke. Nur weil diese Verstärkung dahinter kam. Die verfickte Verstärkung nicht gewesen. Der Heinrich, wir brauchen dich hier. Verdammt. Kein Posten und jetzt kriegen wir da auch noch Druck.
Das gibt's nicht. Wir machen zwar Gefangene, aber es bringt uns nicht weiter. Absolut nicht. Und die haben aufgegeben. Schicke ich jetzt dahinter, wenn wir da durchbrechen. Alter, was graben die sich da auch ein? Die drängen uns voll nach außen. Also wenn ihr selber mal spielt, diese Seite nicht wählen. Zum Angriff. Die ist scheiße. So, Kavallerie gleich hinterher. Schützen hinterher. Heinrich gibt nur Moral und tut hinterher. Kavallerie, durchbrechen. Kanonen darauf schießen. Wir brauchen mehr Platz. Ja, wenn flankiert, das ist übel. Okay, es sind jetzt unsere. Boah, nach vorne. Oh, Krankenwagen ist draußen. Nahkampf. Na los, nach vorne, Männer. Sehr schlecht aus. So, jetzt haben wir sie endlich. Jetzt haben wir sie. So, ihr beide. Los, umrücken. Kanonen. Genau, ihr zielt noch da drauf. Holt sie euch. Einen schicken wir hinterher. Für die anderen beiden habe ich keine Zeit, die müssen da lang. Los, holt sie euch. Also diesmal haben die, hat die Kavallerie echt was gerissen. Haben wir Nahkämpfer vorne? Zu wenig. Sie laufen. Das heißt, auf die nächsten. Kanonen mit vereinzelter Kraft. Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Die halten wirklich die Punkte noch. Zacke. Nee, ist zu weit. Nein, zu weit. So rum. Nein. Einfach ein Stück nach vorne. Einfach ein Stück nach vorne. Kann nicht so schwer sein. So. Wir gehen jetzt den Fluss darüber. Oh ja. Das ist eine sehr gute Idee. Die laufen. Kavallerie, hol dir den Munitionswagen. Forge rüber. Folgen. Folgen. Und, nee, ja, hier. Folgen. Kanonen dürfen jetzt auch mal ein paar Meterchen gehen. Ach, wohl, das wird er schon selber hinkriegen. Feuer. Heinrich hinterher, wir brauchen. Wir haben zusätzliche Brigaden erhalten. Ah, es geht weiter. Links ist noch was. Oh, oh. Hm. Ganz kurz. Das Schlachtfeld ist größer geworden. Wir werfen noch mehr Infanterie gegen die Verteidigungsstellung des Feindes. Schnell, schlagen Sie die Rebellen zurück, bevor sie Verstärkung erhalten.
Yes. Scheiße, die Kanonen sind auf der falschen Seite. Ach, da ist noch eine Stellung. Ah, okay. Jetzt haben wir jetzt quasi die Mitte durchbrochen und genau dort kriegen sie auch Verstärkung. Ah, die oberste Seite müsste angreifen. Schlechtesten Punkt ever. Ja. Ich sag gar nichts. Also, den schlechtesten Punkt. Wir sind die Mitte. Die kriegen hier ihre Verstärkung in den Wald rein. Und hier haben wir keine Kanonen. Ihr versteht das, ne? Das ist echt lustig. So, das heißt, wir verschieben unsere Kanonen, die hier quasi in der Nähe sind. Ich verschiebe sie in die Mitte. Das heißt, die Gefangenen, die mich eigentlich nicht interessieren, gehen da auch hin. Tja. Und das ist das Kanonenfutter, was dann sterben wird. Wir haben da nicht alles ausgewählt. Gut. Kavallerie kann sich gleich die Kanonen holen, sehe ich gerade. Schön Kanonen von hinten, das ist immer gut. Dann können unsere Leute besser vorrücken. Dann ihr geht hier in den Wald. Laufen. Ihr geht hier in den Wald. Laufen. Ihr geht nur noch da. Laufen. Ja, mit dem Punkt weiß ich echt noch nicht, wie wir das regeln. Aber wir kriegen den Punkt, das auf jeden Fall. Ich habe bloß immer noch keine Idee, wie ich diesen Graben da einnehmen soll. Die Beine habe ich noch nicht bewegt. Kommt hier rüber. Wir drei hier hin. Weiter, weiter. Also den Punkt haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Das Gute ist, kommen wir hier von der Seite. Wir brauchen euch hier schneller. Weiter. Geht ihr schon mal ins. So, holt euch die Einheiten. Holt euch die Einheit. Perfekt, sie laufen. Dann gleich weiter, weiter, weiter. Und da kommt schon die Verstärkung. Die Kanalratten. So, wir müssen da rum. Ich brauche meine Kanonen. Es tut mir leid, ich brauche meine Kanonen. Feuer. Zahlreiche Verstärkung, ja. Und halt, Männer. Halt. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, weil hier geht es auch gleich richtig ab. Wo ist meine Kavallerie? Oh Gott. Die hat sich aufgelöst. Ich habe nicht aufgepasst. Fuck you. Weil die haben die Kanonen verfolgt und die Kanonen haben sie quasi in die Falle gelockt. Und ja, jetzt haben wir hier den ganzen Spaß, den wir so nicht haben wollten. Wir schießen da drauf. Wir brauchen hier gar nicht den Punkt angreifen. Ich halte die Brigaden trotzdem mal in Reserve. Die werden hier folgen. Wir brechen hier durch und schwenken links um. Ja, ich weiß bei euch noch nicht, ob ich mich traue oder nicht. Ach komm.
Wir versuchen's. Attacke. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber werden wir sehen. So. Das heißt, die sind gleich im Laufen, dann kriegen wir hier. Wir müssen in diesen Wald rein. Definitiv. Noch weiter. Halt. Nicht hinterherlaufen. Halt. Kommt immer weiter. Ihr seid mir egal. Weiter. Attacke. Attacke. Oh, von hinten. Die laufen fantastisch. Wir müssen hier eine Reihe bilden. Nein, ach komm weiter. Weiter. Oh, jetzt werden die flankiert, das gibt's doch nicht. Weiter. Ich höre meine Kanone, ich feuer verdammt. Keine Munition auf einmal mehr. Und läuft. Fantastisch. So. Das läuft ja sehr gut. Nahkämpfer. Ah, die kriegen ja ihre Verstärkung. Wir müssen den Keil dazu machen, verdammt. Oh. Gehen wir mal da hinten rum. Wir verlieren den Punkt, das ist ganz toll. Wo ist Heinrich in diesem Gewusel? Wo ist der General? Der flüchtet. So. Ja, wir kriegen es nicht aufgebrochen. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm mal zurück, so wird das nichts. Du, komm da mal hin. Das ist ein Fiasko. Oh, das ist skirmische Einheiten. Darum läuft er weg. Ich habe keine Kavallerie hier hinten. So, die laufen auf die nächsten. Wir sind auch schon zurückgelaufen jeweils, fantastisch. Schließt euch da an. Ihr auch. Wenigstens einen Punkt will ich haben, verdammt. Scheiß Longstreet. Das
So, Major Greg wurde verwundet, das ist schon mal scheiße. Haben wir eine Nahkampfeinheiten. Los, hat den ganzen Tag Zeit. Ich bringe mal eins zu den Kanonen, falls da diese Jäger-Einheiten kommen. Einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach dahin. Feuer. So. Feuer frei, Feuer frei. Okay, sind durchgebrochen. Durch da, durch da. Ran da. Kanonen nachrücken. 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 Aufrücken. So, was ist da hinten los? Also die wandern. Da ist eine Einheit. Da. So, C haben wir gesichert. Die laufen schon wieder. Auch, warum auch immer. So, weiter. 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 Anrücken. So. Dahin. Und halt. Feuer. So, jetzt können wir hier langsam die Linie aufräumen. Dauert aber irgendwie viel zu lange alles. Jetzt hätte ich gerne noch eine Kavallerie gehabt, um diese Einheit hier an der Seite loszuwerden, aber leider haben wir das nicht mehr. So, das heißt weiter, weiter, weiter. Schön weiter nach hinten drängen. So, wie sieht es denn hier aus? Ich muss mal Pause machen, ganz kurz. Weil wir verpeilen ja einiges gerade, glaube ich. Na, jetzt habe ich drei Einheiten in der Hand. Welche habe ich noch in der Hand? Genau die, die irgendwo anders drauf schießen soll. So, du sicherst mal hier den Punkt. Du sicherst da den Punkt. Du da lang. Du gehst da lang. Ihr zieht euch da mal rein. Du gehst weiter. Du gehst weiter. So. Meine Iron Brigade schütze ich nochmal ein bisschen. Komm da mal hier hin, das schicke ich dich gerade weiter. Ja, oben ist ein Fiasko geworden, wie man sich das schon gedacht hat. Und halt!
Aber ich glaube, die werden wir hier auch langsam los. Ich ziehe euch einfach schon mal nach. So, immer weiter wegtreiben. Die laufen, die lassen wir jetzt auch mal laufen. Kanonen ziehen wir da rein. Einheiten bleiben mal hier schon zurück, außer die beiden. Hier geht weiter. Und die jagen wir quasi weg. So, unterdessen wird der Vormarsch südlich fortgesetzt. Ich glaube, unsere andere Flanke. Wir haben es leider nicht geschafft, den anderen Punkt einzunehmen. Und der andere war noch umkämpft, 17 Sekunden. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht zum Nachteil führen. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit. Also wir hätten sie auch oben dann nach und nach platt gemacht. War ein teurer Vormarsch. Definitiv. Aber ich glaube, es ist die letzte Schlacht und dann passt das auch. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich mich jetzt hier nicht mit Ruhm bekleckert habe. Schaltet einfach ein, wenn die Schlacht weitergeht. Haut rein. Ciao.